Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ja, heute ein neuer Look. Wenn ihr euch hier umschaut, sieht anders aus als sonst und das wird jetzt auch zukünftig häufiger so sein. Denn ich habe ein neues Studio gebaut und ich habe ein neues Setup hier bei mir. Und das habe ich aus einem ganz bestimmten Grund. Das ist relativ schnell erklärt. Ich möchte einfach mehr Videos für euch machen. Und die Videos, die ich mache, die kennt ihr. Elektroauto-Test, super toll gemacht, sehr aufwendig. Teilweise habe ich die Fahrzeuge für 14 Tage, kann natürlich an vielen verschiedenen Locations drehen und so weiter mit einer Drohne. Aber das kann ich nicht jede Woche machen. Und wenn ich häufiger Videos für euch machen will, und das will ich, dann muss das Ganze etwas einfacher sein. Keine Angst, die tollen Autotests, die bleiben, die mache ich weiterhin und zusätzlich dazu mache ich ein neues Format für euch und das nenne ich Einfach erklärt. Einfach erklärt ist, wie der Name schon sagt, ein Format, in dem ich euch etwas erkläre zum Thema Elektromobilität, Elektroauto aufladen, Elektroauto im Alltag, saubere Energie, Ökostrom, Ladeinfrastruktur, Wallboxen, all diese Themen, mit denen ich täglich zu tun habe. Ich habe in meinem Jahresrückblick 2018 sehr viele Kommentare von euch gekriegt. Oliver, wir würden gerne mehr von dir hören. Wir würden dies, das, jenes von dir hören. Wir würden mal hören, was machst du eigentlich so den ganzen Tag und was bist du für ein Typ? Also das Ganze etwas persönlicher, etwas schneller und häufiger. Und dafür dieses Studio-Setup, in dem mein Equipment so steht, sodass ich mich hier nur hinsetzen brauche, auf den Knopf drücke und dann kann es losgehen. Und insofern kann ich häufiger Videos für euch machen. Das Format einfach erklärt, stelle ich mir vor, jeden Dienstag 20 Uhr möchte ich ein Video für euch parat haben, sodass da eine gewisse Regelmäßigkeit auch für euch drin ist. Der Termin Dienstag 20 Uhr, ihr kennt das vom Jahresanfang, vom Fitnessstudio 2019, ich mache mir Sport und nach 3 Wochen heißt es, oh, heute nicht und es fällt einem immer was anderes ein, was man als Entschuldigung dann anführt, warum man da nun heute nicht hingeht. Wenn ich weiß, jeden Dienstag 20 Uhr ein Video, dann ist das auch für mich in der Abwicklung ein Ding, da kann ich mit arbeiten, da kann ich mit um und dann weiß ich, ich muss da was tun. Und das ist für mich der Ansporn, es dann auch wirklich zu machen und nicht erst zu sagen, ja, mache ich es morgen oder so. Also das ist für mich gut, für euch gut. Ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Und Dienstag 20 Uhr bietet ja auch noch Erweiterungsmöglichkeiten. Da könnte man ja dann noch ein zweites Video später zum Ende der Woche nochmal machen. Muss man gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Also, E-Auto-Tests bleiben. Es gibt dieses neue Format, einfach erklärt, jeden Dienstag 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Ein leidiges Thema in diesem Format möchte ich gerne von meinen Erfahrungen sprechen. Ich möchte auch Produkte vorstellen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, die mich weitergebracht haben in meiner Entscheidung, Elektroauto zu fahren oder mein Elektroauto zu nutzen. Das hat juristische Konsequenzen. Wir YouTuber sind sogenannte Influencer. Das heißt, auch wenn wir ein Produkt gekauft haben und es gar nicht umsonst kriegen oder irgendwie Geld dafür kriegen, das kriege ich nicht. Auch wenn ich es gekauft habe, besteht der Verdacht einer Schleichwerbung. Und deshalb muss ich da oben etwas einblenden, nennt sich Dauerwerbesendung und dann bin ich juristisch halbwegs im rechtlich sicheren Gewässer. Da möchte ich auch hin. Ich möchte keinen Ärger und keinen Stress, dass mir dann nachher einer sagt, du hast aber und so weiter und so fort. Also deshalb leider Gottes da oben diese Dauerwerbesendung, die ihr sonst von meinen Elektroauto-Tests ja nicht kennt. Da gibt es ja nichts zu kaufen, sondern da wird richtig redaktionell getestet. Hier machen wir es anders. Dauerwerbesendung oben im Bild ist halt so. Haken dran, müsste irgendwie mit fertig werden. Ich auch. Mich nervt das, aber es ist so. Ja, die Themen, die ich hier beleuchten möchte, sind vor allem, wie gesagt, Elektroautos, Tesla speziell. Ich selbst fahre ein Tesla, aber es soll hier nicht nur um Tesla gehen. Ich bin kein Tesla-Guru oder Tesla-Jünger. Ich fahre den Wagen, weil er im Moment das, was ich von einem Elektroauto will, am besten macht. Er fährt geil, die Reichweite ist toll, ich habe die Ladeinfrastruktur von Tesla, die ich nutzen kann, ich habe zusätzlich noch die Ladeinfrastruktur, die jeder andere nutzen kann, ich habe genügend Platz, einen großen Kofferraum und Autopilot, also das Ding stellt mich voll zufrieden und deshalb fahre ich dieses Auto. Solange Tesla da einen Vorsprung hat, werde ich dieser Marke weiter treu bleiben und danach muss man neu bewerten und neu sehen. Deshalb geht es in meinem Kanal auch um das Thema Elektroauto. Nicht nur Tesla speziell, auch weil ich selber einen fahre, aber eben Elektroauto. Sagen wir mal, alles was ein E-Kennzeichen hinten dran hat. Ja, also auch Nexo Brennstoffzelle, das Video habt ihr zuletzt gesehen. Auch das ist für mich ein Auto, was ich hier auf diesem Kanal sehen möchte. Es gibt auch andere Antriebskonzepte von Mercedes, gibt es so ein Fahrzeug. Vielleicht kann ich euch das mal zeigen.
Ich finde, das sind Sachen, die man nicht nur unter den Teppich kehren kann, wenn man sagt, hier Batterie elektrisch und so weiter, Tesla vorne, alles okay. Aber es gibt eben da draußen noch mehr. Das möchte ich euch auch gerne zeigen. Ja, Thema Wallboxen. Mich erreichen so viele Zuschriften von euch per Mail. Einige Leute rufen hier an und haben Fragen. Kaufen auch einen gebrauchten Tesla aus Holland. Wie hast du das gemacht? Wie geht das mit der Mehrwertsteuer? Und. Dann das Thema Wallboxen. Was brauche ich dazu? Ich habe mir ein Plug-in Hybrid gekauft. Brauche ich unbedingt eine Wallbox? Und so weiter und so fort. Das sind Themen, die ich ganz gerne mit euch besprechen möchte und euch erklären möchte. Denn eins kann ich gut erklären. Das, glaube ich, habt ihr in meinen Videos mittlerweile gemerkt. Ja. Strom aus erneuerbaren Energien, damit habe ich beruflich zu tun, jeden Tag in ganz Norddeutschland, und das ist auch ein Thema, was ich hier auf dem Kanal ein bisschen nach vorne bringen möchte. Ihr habt das letztens in dem Video mit Dennis Retus ja von mir schon gehört, auch da komme ich nochmal drauf zu. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen, wenn ihr sagt, Mensch Oliver, das ist ein Thema, das würde mich mal interessieren, wobei ich jetzt nicht die letzten Nachrichten meine, sondern mein Kanal richtet sich eigentlich auch nicht so sehr an diejenigen, oder sagen wir mal, nicht nur an diejenigen, die schon ein Elektroauto fahren, sondern da draußen gibt es ganz viele, die noch keins fahren. Und ich glaube, die Mehrheit meiner Zuschauer fährt auch noch gar kein Elektroauto. Und natürlich sind wir eine Elektroauto-Community und ich mache die Beiträge auch für die Community. Aber es geht auch ein bisschen darum, denjenigen, die da draußen sind, die ein Elektroauto fahren möchten und denen viele Dinge noch unklar sind, einfach eine Hilfestellung in die Hand zu geben, zu sagen, ich erkläre es dir. So und so geht das. Und dann kannst du auch morgen los zum Händler und einen Probe fahren und gucken, ob das was für dich ist. Missionieren will ich kein. Ist mir auch schon vorgeworfen worden. Ich selbst habe mich dafür entschieden, elektrisch zu fahren. Wir bekommen jetzt auch unser zweites Elektroauto, ein Smart. Kennzeichen liegen hier schon. Ich habe den schon zugelassen hier. 163, naja, nicht so ganz, ne? 16E. Kleines Wortspiel. 163 als 16E. Ja, der kommt, sodass wir dann bei uns zu Hause nur noch elektrisch fahren. Das mache ich, weil ich mich gut damit fühle. Ich finde das geil. Das ist so wie der Umstieg vom Nokia 6310 auf ein Apple iPhone. Natürlich kannst du deinen Job mit dem Nokia 6310 auch noch machen. Und vor 10 Jahren war das richtig geil. Aber wenn du jetzt eine Zeit lang das neue Smartphone in der Tasche hast, dann willst du nicht mehr zurück auf den alten Knochen. Und so ein bisschen dieses Gefühl ist das. Ich finde, Elektroauto fahren, den Unterschied merkst du nicht, wenn du in das Elektroauto einsteigst, sondern den Unterschied merkst du eigentlich erst dann, wenn du wieder in deinen Verbrenner zurücksteigst und dann damit fährst. Wer mal eine Woche elektrisch gefahren ist und dann wieder zurückgegangen ist in seinen Verbrenner, der wird wissen, wovon ich spreche. Da merkt man eigentlich den Unterschied. Ja, einfach erklärt, das neue Format von 163 Grad. Was ich auch noch ansagen möchte, sind Termine. Es gibt für mich nichts Schöneres, als mit euch direkt in Kontakt zu treten beim eCannonball. Das war echt überwältigend. Und von daher möchte ich auch euch Gelegenheiten geben, mit mir Dinge zusammen zu machen. Terminlich ist der nächste Termin der 9. Februar, ist ein Samstag. Da bin ich auf dem Next Move Fahr-Event mit dem neuen Kia e-Niro. Das ist ein Fahrzeug, das ich dann auch für meinen Kanal filmen werde. Und ich habe von Nextmove die Zusage bekommen, dass ich ein Fahrzeug bekomme von ein Kia e-Niro, mit dem wir zusammen Probefahrten machen können. Das heißt, ich bin den ganzen Tag da. Ich denke mal so zwischen 9 und 10 komme ich da an und dann bin ich bis 13 irgendwie Uhr geht diese Veranstaltung, bin ich für euch vor Ort in Leipzig oder in der Nähe von Leipzig ist das ja. Und wir fahren zusammen Kia e-Niro, wenn ihr wollt. Könnt ihr bei mir mitfahren oder ihr fahrt, das können wir dann alles regeln, aber wir gucken uns das Auto zusammen an. Ich denke mal, das macht riesig Spaß. Wer keine Berührungsängste vor der Kamera hat, kommt auch gerne hier mit ins Video zu dem Kia e-Niro von Nextmove vom 9. Februar aus Leipzig. Das beschnacken wir dann vor Ort. Also, wie gesagt, notiert euch im Kalender. Ich denke mal, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, da gibt es ja Abo, Glocke und so weiter, herzlich gerne, dann passiert das von alleine. Jeden Dienstag 20 Uhr. Einfach erklärt von 163 Grad rund um Elektromobilität und saubere Energie. Auf bald, bis nächsten Dienstag.